oft haben wir Allah erwähnt in diesem letzten Jahr? Wie oft waren wir in der Moschee? Wie oft haben wir das Gebet in der Moschee gebetet? Wie oft haben wir die Verwandtschaftsbande mit unseren Familien aufrechterhalten? Wie oft haben wir die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen? Wie oft haben wir die kleinen Sünden gemacht, auch wenn sie klein sind? Wie oft? Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, sollten wir mit uns abrechnen. Das gehört zur Rückkehr zu Allah. Wenn jemand zu Allah zurückkehren will, dann muss er mit sich abrechnen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, ja, ihr alladhina amanu, ittaqullah, fürchtet Allah. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Und jede Seele soll schauen, was sie für morgen gegeben hat, was sie für morgen vorbereitet hat, was sie für morgen schon herausgegeben hat. Das heißt, zur Taqwa, zur Gottesfurcht gehört es, dass man mit sich selber abrechnet. Wir alle, jeder Mensch. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala.